Im heutigen Video möchte ich dir die besten Herbstdüfte für das Jahr 2024 vorstellen. Damit aber erstmal hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und es fühlt sich noch so ein bisschen wie Sommer an, aber langsam werden die Temperaturen niedriger. Ihr merkt es vielleicht auch und langsam ist wirklich die Zeit, sich über das Thema Herbst- und Winterdüfte Gedanken zu machen. Aber nicht voreilig, erstmal das Thema Herbstdüfte. Anfangen möchte ich heute bei dem 10. Platz. Das ist nämlich der brandneue Bulgari Man in Black in der Parfum-Variante. Und Bulgari Man in Black war sowieso schon immer ein Duft, den ich persönlich geliebt habe und eben gerade dieses leicht, trotzdem würzige, schwere Tiefe, eben diese typische Machart von Alberto Morillas war einzigartig. Und der brandneue Bulgari Man in Black setzt dem Ganzen wortwörtlich die Kirche nochmal on top. Nämlich, es ist nicht nur ein würziger, tabak-zimtiger Duft, sondern er ist jetzt auf einmal weihrauchig, maskulin, tief und wirklich für alle Fans von solchen Düften, wie zum Beispiel dem Tony Iommi Monkey Special, natürlich auch von dem originalen Man in Black oder auch Parfums de Malie Harrod, ist das hier ein Duft, den ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Und natürlich ist es bei diesem Duft so, dass er nicht so riecht, wie die ganzen Düfte, die ich gerade beschrieben habe. Er ist keine Kopie. Er greift aber so ein bisschen die Idee auf, Tabak, würzig, intensiv, alkoholisch und hier eben nochmal mit einem schönen Weihrauch unten drunter. Für mich wirklich eine absolut tolle Empfehlung. Auch ein Duft, der aktuell mega unterm Radar ist. Kennt keiner, spricht niemand drüber. In meinen Augen wirklich eine absolute Top-Empfehlung. Deswegen heute auch im Video mit drin. Ein wohlverdienter 10. Platz für den ganz neu veröffentlichten Man in Black in der Parfum-Variante. Weitermachen jetzt auf meinem 9. Platz möchte ich mit ebenfalls einem brandneuen Duft aus dem Hause Guerlain. Das ist nämlich der L'Homme Ideal Parfum. Und ich bin ja auch schon bekannt als ein riesiger Fan der ganzen anderen Varianten, ob Extreme oder Intense und natürlich auch das Originale. Aber das Parfum ist einfach so toll. Er ist ein bisschen alkoholischer, ein bisschen holziger, ein bisschen würziger. Und eine Besonderheit, er hat eine Ledernote mit drin. Das heißt, er ist auf einmal sehr viel maskuliner. Er ist sehr viel auch durch diese Kombination Alkohol, dann eben mit diesem Kirsch, dann eben dem Leder unten in der Basis. Das Ganze wirkt einfach auf einmal so magisch und es ist einfach nochmal eine bessere Version, man kann es kaum glauben, als eben Extreme oder als eben das Originale. Und auf jeden Fall ganz klar die Aufforderung, falls du noch keinen Guerlain zu Hause hast, dir ganz besonders diesen Parfum anzuschauen. Das ist wirklich in meinen Augen die beste Variante. Aber auch wenn du einen von ihnen hast, vielleicht mal reinschauen. Ich glaube, er wird vielen von euch gefallen und eben gerade durch diese maskulinere Note ist es auf jeden Fall ein Parfum, das extrem toll funktioniert. Auch im Alltag, er ist eben ein bisschen dezenter auf der Haut, ein bisschen zurückhaltender. Für mich funktioniert er auf jeden Fall extrem gut. Weitermachen mit dem Dufthaus Simone Andreoli, auch ein Favorit meinerseits, mit dem Centosa. Und das ist ein toller, vanilliger, harziger Duft. Und falls du solche Düfte magst, wie zum Beispiel den Grand Soir von MFK, wie Boss Bottled Elixir, ist es auf jeden Fall was, was du dir anschauen musst. Er ist harzig, er ist süß, er ist intensiv, er hat eine schöne Pfeffrigkeit mit drin und er ist eine, ich sag mal, spannendere Alternative eben zu dem Grand Soir. Auch nicht ganz so opulent, nicht ganz so raumeinnehmend. Man kann da wirklich sagen, für alle Fans von harzigen Parfums, auch zu einem extrem guten Preis. Du brauchst ja auch nicht viel, um den ganzen Abend sehr intensiv danach zu riechen. Wirklich ein Duft auch wieder für einen großen Auftritt. Typisch im Thema des Grand Soirs. Für einen tollen Abend, für einen Ball, für eine Abendveranstaltung ist das hier ein Ding, was du dir auf jeden Fall anschauen solltest. Für mich auch wirklich ein wohlverdienter 8. Platz. Ebenfalls wie auf der nächsten 7. Platz. Das ist nämlich der Jean Paul Gaultier Le Male Elixir. Und kein Herbst-Winter-Video darf ohne diesen Le Male Elixir auskommen. Es ist in meinen Augen wirklich eines der besten Parfums, wenn nicht sogar das beste Parfum der letzten Jahre aus dem Designerhaus. Er kombiniert eben auf der einen Seite die Le Male DNA, die wir kennen, also minzig, frisch, clean, seifig. Auf der anderen Seite eben dieses vanillige, intensive. Und ich habe da auch immer so ein bisschen so eine Honignote rausgerochen, die mich so ein bisschen an Naxos erinnert hat. Ich weiß, ist jetzt nicht Naxos 2.0, gar kein Thema, aber er ist süß, er ist intensiv, er ist würzig. Er ist puderig, er schafft eben genau diesen Effekt davon und für mich wirklich preis-leistungstechnisch ein absoluter Ausreißer. Und er kam ja erst letzten Winter raus, jetzt im Sommer war er natürlich ein bisschen zu intensiv und das ist jetzt auf jeden Fall für alle die richtige Entscheidung, die keinen Bock haben, so viel Geld auszugeben für eben diese ganzen teuren Nischenparfums. Die Preis-Leistung ist hier wirklich extrem gut. Du kannst den in jedem Douglas, in jeder größeren Stadt antesten. Ja, was soll ich sagen, Le Male Elixir, ein Favorit schon von mir geworden und von vielen Zuschauern für den Herbst-Winter ist es wirklich ein absoluter Ausreißer, der auch ohne Probleme in jedem Nischenhaus hätte stattfinden können. Weitermachen möchte ich jetzt mit einem Duft aus dem Hause Mugler. Das ist nämlich der A-Man Phantasm. Ich dachte eigentlich nie mehr über einen Duft aus dem Hause Thierry Mugler reden zu können, denn die alten Düfte wurden alle eingestellt und er ist ja jetzt auch leider im Jahr 2022 verstorben und war ja auch der absolute kreative Kopf des Hauses. Jetzt kam aber der ganz neue A-Man Phantasm auf den Markt und das ist auch wieder ein Parfum, was typisch Thierry Mugler ist. Das heißt, er ist gourmandig, intensiv, vanillig. Ich habe ganz oft so ein bisschen die Assoziation zu Cookies and Cream gelesen. Das heißt, er ist keksartig, vanillig, hat auch so ein bisschen
bisschen was Würziges, Zimtiges mit drin und dann eben auch so ein bisschen so ein Vanilleschaum, sage ich mal. Und es ist eben wirklich ein sehr verspielter, jugendlicher Duft, sehr süß, typisch Thierry Mugler eben. Und das schätze ich wirklich an dem Ding auch wieder Preispunkt. Ich habe dieses kleine Flakon hier, glaube ich, für nicht mal 50 Euro gekauft. Das heißt auch preistechnisch wirklich ein ganz tolles Ding. Und der Amen Phantasm ist meinerseits auf jeden Fall auch ganz klar eine Geschenkidee von mir an euch. Also falls ihr irgendwie einen jüngeren Bruder habt oder auch dementsprechend Kinder habt, ist es was, was nicht viel Geld kostet, da auf jeden Fall gefallen wird. Und da kann man ganz klar sagen, der Amen Phantasm trifft auf jeden Fall meinen Geschmack, was das Thema Gourmand-Düfte angeht und passt sehr gut zum Hause Thierry Mugler. Weitermachen möchte ich jetzt mit einem Parfumhaus, was sich mit der Zeit zu einem absoluten Favoriten meinerseits gemausert hat. Das ist nämlich Stefano Berluca mit dem Sand Dance. Und Sand Dance, das ist ein ganz trockener, würziger Kakaoduft und hat auch so ein bisschen was säuerlich, Trockenes mit drin. Nicht ein Parfümerie par excellence, kann man wirklich sagen. Und ich habe mich am Anfang auch mal so ein bisschen gefragt, verkaufen sie eigentlich primär die Flakons oder den Inhalt? Und dachte dann, naja, Flakon offensichtlich. Seit ich diese ganzen Düfte zu Hause habe, muss ich aber wirklich sagen, ob jetzt eben der Sand Dance oder der Wish Come True, alles wirklich so tolle, einzigartige Düfte, die ich wirklich liebe. Und ja, Sand Dance für alle Fans von trockenen, würzigen, holzigen Düften und eben einem Gourmand-Duft, der aber trotzdem nicht cremig ist, der nicht zu vanillig ist oder sowas, sondern sehr maskulin, trocken. Wirklich eine ganz tolle Empfehlung und nicht nur Flakon sieht toll aus, sondern Inhalt mindestens genauso sehr. Der nächste Duft kommt aus dem Hause Hugo Boss, aus der Descent-Linie. Das ist nämlich der Magnetic. Und Descent ist für mich immer eine typische Frühlings-DNA, deswegen wundern sich vielleicht einige, ja, was macht ein Descent jetzt im Herbst-Video? Aber der Magnetic ist wahrscheinlich einer der tollsten Vanille-Düfte, die du finden kannst. Und ich habe mich heute auch ein bisschen schwer getan, ob ich jetzt sowas wie Mercedes-Benz Club Black aufs Video raufpacken möchte oder auch so ein bisschen Parfums de Miley Harrod, aber habe mich jetzt eben ganz bewusst für den Descent Magnetic entschieden, denn auf der einen Seite eine typisch Vanille-Duft und ist quasi das, was ich gerade eben auch schon gesagt habe, lehnt sich sehr stark in die Richtung der anderen, hat aber dann eben nochmal so einen leichten, fruchtigen Touch, den eben auch diese Descent-Düfte immer haben. Nicht immer musst du extrem hohe Preise ausgeben. Du bekommst bei Hugo Boss hier eben in der Descent-Reihe nicht eben nur Frühlingsdüfte, nicht eben nur diese ganzen fruchtigen Dinger, sondern eben auch einen ganz tollen Herbst-Gourmand-Duft. Weitermachen auf meinem dritten Platz mit dem Hause Inicio. Das ist nämlich der Narcotic Delight. Und Narcotic Delight, das ist ein wunderschöner alkoholischer Kirschduft. Gerade die Kombination Cognac, Tabak und Kirsche hat es mir wirklich angetan. Ich habe mir damals dieses Restflakon hier gekauft und wusste auch nicht so ganz, lohnt sich das? Die Duftpyramide, hat man schon mal irgendwie gelesen. Aber auf jeden Fall. Es ist kein Lost Cherry 2.0. Es ist keine Weißbomb von Simone Andreoli 2.0 oder die ganzen Kirschdüfte, die du dir vorstellen kannst. Und da möchte ich jetzt auch mal ganz klar die Empfehlung aussprechen für alle Nischenparfum-Fans, ob es jetzt eben aus dem Hause Inicio ist, mit dem Rehab, ob jetzt Parfums de Miley Harrod zum Beispiel, diesen Duft einfach mal zu testen, dem eine Chance zu geben. Nicht das ganze Flakon, eine Probe reicht vollkommen aus. Ich glaube, viele von euch werden sehr überrascht sein, wie toll und wie einzigartig dieses Parfum riecht. Und gerade die Kombination Cognac, fruchtig, alkoholisch, das ist wirklich echt toll umgesetzt. Nicht banal, sehr einzigartig und wirklich wieder ein sehr, sehr guter Glücksgriff aus dem Hause Inicio. Hat mir auf jeden Fall extrem gut gefallen für den Herbst. Es darf aber natürlich kein Herbstvideo ohne den nächsten Duft geben. Das ist nämlich mein zweiter Platz, das ist der Naxos aus dem Hause Sergio. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so viel über diesen Duft erzählen möchte oder ob ich es einfach so stehen lasse, kurz schweige und weitermache. Nein, also es ist wirklich ein toller, puderiger, intensiver Honigduft. Die Kombination Tabak und Honig zusammen mit diesem Puderigen dazu ist wirklich einzigartig. Ich habe eben auch so ein bisschen die Parallelen gezogen zu dem Le Male Elixir. Wie gesagt, sie riechen nicht gleich und wenn du beide riechst, wirst du auf jeden Fall merken, okay, ich weiß, was Jan meint, aber ne, es sind zwei unterschiedliche Düfte. Das schätze ich einfach im Herbst. Wenn Düfte eben gut projizieren, intensiv sind, aber nicht zu penetrant werden. Und das ist auch so ein bisschen die Empfehlung für euch. Sprüht Naxos ruhig ein bisschen weniger auf. Ich weiß, es ist ein tolles Parfum, es macht total süchtig und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch weiter den Naxos beschreiben soll oder ob ich etwas sagen kann. Der Naxos gehört in den Herbst, wie die Stiefel und der Mantel in den Winter. Nach wie vor immer noch ein tolles Parfum, was ich im Herbst empfehlen kann. Ganz vorne heute auf dem ersten Platz ist ein Duft, der jetzt erst ganz frisch rausgekommen ist. Der neueste Duft von allen und trotzdem jetzt schon mein Herbstfavorit. Das ist nämlich der Tom Ford Eau d'Ombre Leather. Und ich dachte mir am Anfang auch so ein bisschen, na gut, was soll ich mir den jetzt kaufen? Irgendwie so ein verdünnter Ombre Leather habe ich schon zu Hause rumstehen, brauche ich nicht wieder. Aber eben genau dieser Eau d'Ombre Leather ist so viel mehr. Es ist eine Kombination aus der Ombre Leather DNA, das heißt, er ist ledrig, er ist würzig und dazu ganz viel Tobacco Vanille. Und man kann wirklich sagen, Tobacco Vanille zusammen mit eben Ombre Leather hat auch so ein bisschen was Süßes, was man eben auch so ein bisschen aus dem Tasken Leather kennt. Aber, und das will ich hier ganz besonders sagen, auch wenn ich Tasken Leather erwähne, ich persönlich liebe ja Tasken Leather, aber viele stören sich so ein bisschen an so eine Animalik-Note daran. Ich rieche das nicht raus, aber ich weiß, was
man damit meint. Das ist hier gar nicht mit drin. Auch so ein bisschen zusammen mit dieser Nelkennote, die in dem Tobacco Vanille immer sehr, sehr stark, sehr prägend mit drin war. Das alles zusammengemischt. Für mich wirklich ein Duft, wo ich sagen kann, ich habe den jetzt, er kam jetzt letzte Woche rein, die Woche schon, ich glaube, dreimal getragen oder sowas. Also wirklich extrem häufig für ein Parfum was Neues. Und ja, liebe ihn jetzt schon. Ich kann ganz klar die Empfehlung aussprechen. Und auch der Preis. Ich habe jetzt hier für 50 ml, ich glaube 85 Euro bezahlt. Ganz frisch rausgekommen. Das heißt, die Preise werden wahrscheinlich noch ein bisschen sinken. Und ich sag mal, für 70, 80, 90 Euro ist das hier Ding. Also ja, ihr kennt die Preise von Tobacco Vanille, ihr kennt die Preise von Tuscan Leather. Ich will hier gar nicht mehr zu sagen. Ich glaube, die meisten von euch merken, dass das hier ein absolut geiles Parfum ist. Nicht ganz so intensiv wie Tobacco Vanille zum Beispiel, aber dafür auch im Preis ein Viertel davon. Ja, wirklich für mich absoluter Ausreißer, Lieblingsherbstparfum jetzt schon. Und ich werde diesen Duft wahrscheinlich nicht nur euch jetzt regelmäßig empfehlen und vor die Nase halten, sondern auch selber extrem viel tragen, mitnehmen und im Alltag genießen. Das waren jetzt soweit aber meine Top 10 Herbstparfums. Schreib mal gerne in die Kommentare, was so deine Impressionen davon waren. Ich habe mir jetzt wirklich sehr viele neue Düfte ins Video reingepackt, die ich toll finde, um nicht immer wieder nur dasselbe zu machen. Ihr kennt das ganze Thema. Aber trotzdem ein paar Klassiker mit reinzunehmen, die extrem empfehlenswert sind. Ja, schreib mal gerne deine Top Herbstparfums in die Kommentare. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.